So, und jetzt sprechen wir hier über das Thema Trading Spezial ab durch die Mitte mit gleitenden Durchschnitten. So machen Sie sich die Power des Marktes zunutze. Ich möchte immer wieder sagen, an dieser Stelle, Trading wird von vielen, vielen Tradern, gerade von Beginnern, sehr, sehr verkompliziert. Da arbeitet man mit haufenweise Indikatoren, versucht sich irgendwas rauszusuchen und so weiter und so fort. Das habe ich auch alles mal gemacht, ganz am Anfang. Nur bei mir war diese Phase mit den Indikatoren relativ kurz. Heute kann ich sagen, zum Glück, aber es gehört nun mal dazu, auf der Entwicklung eines Händlers zum erfolgreichen, sag ich mal, Händler, der nachhaltig Profite aus den Märkten zieht, dass er viele Sachen auch ausprobiert. Das ist absolut korrekt, das ist notwendig und das Ganze ist an dieser Stelle natürlich auch immer sehr, sehr wichtig zu sehen. Bevor wir hier ins Detail reingehen, da natürlich noch der Risikohinweis an dieser Stelle. Das heißt, wir sind hier natürlich im Trading unterwegs und sehen hier natürlich auch, dass das Trading, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, ja, zu Verlusten führen kann. Und damit ist das Thema auch miteinander besprochen. Und ja, wir werden jetzt gleich mal hier den Markt beleuchten, beziehungsweise nicht den Markt beleuchten, sondern die Charts beleuchten mit dem Thema gleitender Durchschnitte. Das heißt, worüber möchte ich jetzt hier in den nächsten paar Minuten stoppen? Also, schaut euch mal an, was hier passiert. Der Themenüberblick. Wozu sind denn viele, viele Indikatoren an den Märkten da? Viele, viele Indikatoren, die es so gibt, werden berechnet oder die Indikatoren, die meisten Indikatoren werden klassisch berechnet auf Grundlage der Daten, die wir im Chart haben. So, und was haben wir für Daten im Chart? Wir haben zum einen die Zeitdaten im Chart und wir haben zum anderen die Daten der Kurse. So, das ist das, was da ist. So, das heißt, die ganzen Indikatoren, die wir zum Traden benutzen können, zeigen uns einfach an, irgendein mathematisches Ergebnis aus sozusagen der Zahlenreihe aus der Vergangenheit. Das heißt, die ganzen Indikatoren, die wir haben, zeigen uns immer in irgendeiner Art und Weise die Vergangenheit an, ja? Und das ist wichtig, damit wir die Charts richtig einschätzen können. Ja, das ist ganz klar. Die Zukunft zeigt uns kein Indikator an. Wir können zwar mit bestimmten mathematischen Formeln theoretische Wahrscheinlichkeiten für die Zukunft berechnen, ja, aber das ist halt alles ungewiss. Und das ist halt auch das, was wir Trader immer wissen müssen. Was wir traden, sind klassische Wahrscheinlichkeiten. Deswegen ist das Risiko auch immer so wichtig, dass so die Risikokontrolle, das ist ganz, ganz wichtig, dass man die immer im Blick hat, weil das ist das Einzigste, was wir Trader halbwegs kontrollieren können. So, und jetzt zurück zu den gleitenden Durchschnitten, beziehungsweise fürs Trading an sich. Was ist denn im Trading wichtig? Im Trading ist eines extrem wichtig. Wenn wir Handelssignale an den Märkten suchen, ja, dann ist es wichtig, dass wir die Marktrichtung kennen. Warum ist das wichtig? Damit wir wissen, in welche Richtung das Geld fließt und wir als Händler entsprechend dann die Entscheidung treffen können, was wir tun. Ob wir long traden, ob wir short traden. So, und das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist, ob wir mit diesem Long Trade in Marktrichtung traden oder ob wir in die Korrekturrichtung traden. Ja? Das sind alles Dinge, die müssen wir als Händler und Händlerin immer im Kopf haben, um einfach auch zu sagen, okay, was mache ich denn hier? Wie wirkt sich das auf mein Trade Management aus? Und wie muss ich Positionsgrößenbestimmung und so weiter und so fort regeln? Also das fließt da alles zusammen. Also das in den Handelsplan. Also das ist schon, es ist nicht extrem kompliziert, es ist keine Raketenwissenschaft, aber es muss halt alles zusammenfließen. Und an dieser Stelle möchte ich halt einfach auch sagen, man braucht am besten im Trading einfache Dinge, ja, dass man es sich nicht bei der Handelsentscheidung zu kompliziert macht, um herauszufinden, was man tun möchte. Und wenn man einmal verstanden hat, dass es wichtig ist, die Risiken zu kontrollieren und dass es wichtig ist, zu wissen, wohin das Geld fließt, dann wird das Trading schon um einiges einfacher, ja. Und was ich hier heute mal zeigen möchte, ist ein einfaches Beispiel dazu, wie ich persönlich gelernt habe, die Marktrichtung zu bestimmen. Ja, und da arbeite ich gerne mit gleitenden Durchschnitten, lang-, mittel- und kurzfristig zusammen. Es spielt hier keine exorbitant große Rolle, ob man einen einfachen gleitenden Durchschnitt nimmt oder einen exponentiell gewichteten oder. Ist völlig wurscht. Ja, die Grundrichtung, der Exponentielle wird genauso nach oben zeigen wie der simple. Das ist einfach so, ja.
Die drehen vielleicht in Nuancen mal ein bisschen früher, weil andere, sage ich mal, Berechnungsmethoden rangenommen werden. Aber am Ende berechnet sich alles auf den Preisen und gut ist. Wir schauen uns das Ganze mal kurz in den Chart an. Wir nehmen hier mal hier die Werte mal rein. Wer das übrigens hier in den Stereo-Trader bzw. in den Meta-Trader mit reinlegen möchte, hier an dieser Stelle einfach bei Einfügen, Indikatoren und dann Tendenz und dann hat man hier die gleitenden Durchschnitte auch mit drinnen, heißen hier Moving Average. Ich habe das schon mal vorbereitet hier. Jetzt muss ich nur mal das große Fenster suchen, was ich da habe, um zu sagen, was wir machen können. Apropos, sagen, was wir machen können. Ich möchte das mit den gleitenden Durchschnitten und mit der Marktrichtung bestimmen. Möchte ich euch hier an dieser Stelle gleich mal zeigen mit einem Währungspaar, wo sich viele sagen, och, wie kann man so eine Währung traden? Leute, wir haben hier bei Tickmill die richtig geniale Möglichkeit, ein sehr, sehr großes Universum an, sag ich mal, an Instrumenten zu handeln, ja. Und ich weiß, dass viele, viele Händler, die gucken immer nur auf ein ganz, ganz kleines, sag ich mal, Portfolio. Das ist auch nicht verkehrt, ja, an dieser Stelle, weil wer sich spezialisiert, hat schon große, große Chancen. Und es wird halt extrem mit den Währungen. Was wird häufig gehandelt? Ganz klar natürlich die Majors. Extrem beliebt ist das Währungspaar Euro-US-Dollar. Dann kommt noch so ein bisschen der DAX dazu, der ist auch extrem beliebt, gerade bei den kurzfristigen Tradern. Aber ich weiß ja, dass wir auch viele, viele Zuschauer haben, die das Ganze versuchen, im nebenberuflichen Handel zu machen. Und da sage ich euch, Leute, es ist so schön, wenn man ein großes, schönes Portfolio haben kann, mit dem man gewisse Trades auch strukturieren kann. Und ich hatte vor kurzem hier über das Währungspaar Euro-Türkische Lira gesprochen. Ich habe auch gesagt, okay, im kurzfristigen Bereich ist es so, da gibt es Spreads und so weiter und so fort. Aber, und das ist das, was ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen möchte, es ist halt einfach auch wichtig zu sagen, er kennt die Marktrichtung und er kennt so ein bisschen das Verhalten der Trader. Und hier will ich nochmal kurz auf die entsprechende Handelsidee eingehen, die ich da beleuchtet hatte. Und zwar schaut euch mal an. Guckt euch mal an, hier, das ist ein Aufwärtstrend. Ne? Das sollte jeder gut und leicht erkennen können. Steigende Hochs, steigende Tiefs. So, und jetzt haben wir hier an dieser Stelle eine extreme Übertreibung gesehen, so eine sogenannte Parabolika. Und diese Parabole ging steil nach oben und fiel dann direkt wieder nach unten ab. Hier das Hoch markiert. So, und jetzt haben wir hier aktuell die Situation gehabt, dass wir genauso steil angestiegen sind wie hier drüben. Also es ging einfach, na gut, nicht ganz so steil, ja, hier war es ja wirklich zack, senkrecht nach oben, aber wir haben einen extrem steilen Winkel hier gehabt an dieser Stelle. So, was kam dann? Schaut mal hier oben. Wir haben hier nach diesem ersten starken Schub nach unten eine Gegenbewegung gehabt und das ist jetzt hier der Wochenchart, den ich hier an dieser Stelle mal zeigen möchte. Und hier schaut euch einfach mal an, was passiert ist. Da oben rangelaufen, abverkauft. Hier ein Wochenhoch gemacht, abverkauft. Und was wir hier auf Ticken miteinander besprochen hatten, war die Situation, hier diese Wochenhochs, die haben eine Relevanz. Und hier haben wir am Wochenhoch eine Woche mit einem Abverkauf gehabt und die Bestätigung des Abverkaufs hat jetzt halt für eine Fortsetzung des Abverkaufs gesorgt und hat auf Tagesbasis hier das Ganze schön nach unten rausgenommen. Jetzt stehen wir hier im Support-Level. Und das heißt jetzt, wenn wir tatsächlich hier auch drunter durchfallen, ist halt auch eine gute Gegenbewegung nach unten ersichtlich, ja. Und da sieht man halt, wie gut entsprechend es wichtig ist, dass man die Marktrichtung erkennt und dass man sich dann entsprechend hinstellt und sagt, was wollen wir denn hier traden? Traden wir den Trend oder die Korrektur? Und wenn wir die Korrektur traden, so wie wir das hier ja hätten machen können, also die, die es umgesetzt haben, die können oder haben natürlich hier nach unten den Weg jetzt auch eingeschlagen. Die Bestätigung ist ja auch gekommen, das Handelssignal ist getriggert worden und der Weg nach unten ist jetzt entsprechend frei. Aber wir wissen ja, wir handeln die Korrektur. Und das ist die Einschätzung des Handelssetups, ob ich mit dem Trend oder gegen den Trend handle. Und das sind die interessanten Geschehnisse. So. Jetzt kommen wir mal aber wieder zurück zu den sogenannten gleitenden Durchschnitten. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz hier den von mir vorbereiteten Chart raussuchen. Der klemmt ganz hinten dran. Kurzen Augenblick. Da muss ich hier unten mal ein bisschen spulen. So, da ist er. Da ist er. Hier haben wir das, was ich zeigen möchte. Und zwar, wartet mal, ich muss mal noch das Trading deaktivieren hier. So, also hier haben wir es jetzt mit drinnen liegen. DAX. Gleitende Durchschnitte. Was sehen wir hier? Wir sehen hier den DAX mit drei verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Einmal den 20er gleitenden Durchschnitt, einmal den 50er und einmal den 200er. Der dicke ist der 200er, der mitteldicke, also der rote, ist der 50er und hier haben wir entsprechend den 20er. So, das sind also jetzt einfach mal, ohne dass ich das werten möchte, klassische gleitende Durchschnitte.
die man dazu nutzen kann, die Marktrichtung zu bestimmen. Heißt also, wenn diese Indizes, nein, nicht diese Indizes, wenn diese gleitenden Durchschnitte beispielsweise ansteigen, ja, dann weiß man halt, okay, man hat jetzt hier beim SMA 20 in den letzten 20 Tagen entsprechend steigende Kurse gehabt. Heißt also, die letzten 20 Tage waren aufwärts gerichtet. Steigt der 50er an, weiß man, die letzten 50 Tage waren aufwärts gerichtet. Steigt der 200er an, weiß man, die letzten 200 Tage waren aufwärts gerichtet. Und damit kann man sich schon mal die Grundmarktrichtung vorstellen. Und für die aktiven Trader sind eher die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte interessant, weil ich persönlich, ich richte mich kaum nach dem 200er. Da kriege ich so selten Handelssignale, da kriege ich die Schwämmchen. Also ich liebe es zu traden. Damit kann ich also an dieser Stelle jetzt hier gar nicht arbeiten. Aber es ist schon immer wieder interessant zu sehen, was passiert. Gerade in längeren Aufwärtsphasen beispielsweise hat man halt die Situation gegeben, dass man hier beispielsweise so einen Aufsetzer auf den 200er Durchschnitt nutzen kann, um die Long-Richtung zu bespielen, wenn der Markt hier plötzlich mit Kaufstärke reinkommt, ja. Und damit nutzen wir einfach diese gleitenden Durchschnitte, die wir hier haben an dieser Stelle. Und die laufen auch immer rückwirkend. Aber wir können halt hier sehr, sehr schön sehen an dieser Stelle, was passiert ist. Schaut euch das mal an hier. Zum Beispiel das Zusammenspiel mit diesen gleitenden Durchschnitten. Heißt also, schaut euch das mal an. Hier der DAX, ganz klar. Hier unten hat er das Tief geschrieben. Dann kam eine Aufwärtsdynamik, dann sind wir runtergelaufen. Und jetzt schaut euch mal an, was hier beispielsweise im 20er, das ist der Tageschart, den wir hier haben, ne? Schaut euch das mal an. Wir sind hier aus der Korrektur dieser ersten schönen Gegenwegen hochgelaufen. Und was ist hier passiert? Der SMA 20 dreht mit einmal auch nach oben auf. Das zeigt uns doch an, dass der Markt hier eher nach oben als nach unten möchte. Das heißt, dass er eher aufwärts gerichtet ist, ne? Also die Umkehr kam hier, dann kam auch gleichzeitig die Trendbildung. Und das ist das Interessante an dieser Sache, dass man dann plötzlich einfach nur sieht, der SMA ist aufwärts gerichtet. Das heißt, der Trend geht eher nach oben, zumindest kurzfristig. Wir haben ja hier den kurzfristigsten dieser drei angezeigten Indikatoren drinnen. Das Ganze dann nach oben laufen lassen, ja? Das ist schön da. Das ist das eine, was wir haben. Das ist hier also die ganz klassische Ausrichtung der Indizes, des Index nach den gleitenden Durchschnitten. So, und jetzt mal noch ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Wenn wir uns jetzt mal den DAX hier anschauen, ich zoome den mal ganz kurz zusammen, dann haben wir hier im DAX halt ein bestimmtes Verhalten des Index an diesen gleitenden Durchschnitten. Und das ist bitte eine ganz, ganz wichtige Nachricht. Nicht immer sagen blind, you. Wenn jetzt so ein Markt im Aufwärtstrend auf dem SMA 20 von oben nach unten auftritt, ist das ein Kaufsignal, weil dann kann ich mal eben kurz hier raufgehen und fertig ist und in die Long-Richtung traden, ja. Das funktioniert tatsächlich. Und zwar, lasst mich euch das mal ganz kurz zeigen, hier an dieser Stelle, guckt mal. Wenn wir hier einen Markt haben, so wie hier beispielsweise, dass wir immer an den 20er ranlaufen, nach oben abprallen, ranlaufen, nach oben abprallen, ranlaufen, nach oben abprallen, ranlaufen, nach oben abprallen, dann haben wir hier ganz klassisch einen Markt, der immer wieder mit dem SMA 20 agiert und uns dort gute Einstiegschancen für die Long-Richtung gibt, ne? Das ist also immer eine feine Geschichte. So, haben wir aber einen Markt, der überhaupt nicht an dem SMA 20 oder mit einem SMA 20 korrespondiert, dann brauchen wir den SMA 20 nicht zu beachten. Das heißt, wenn ich jetzt hier beispielsweise mal den Chart vom Euro reinlege, so, dann sehen wir plötzlich ein ganz, ganz anderes Bild. Ja? Das heißt, der Markt läuft hier viel länger und viel enger an diesem SMA 20 lang und der verhält sich auch ganz anders daran, an diesem Markt. Ja? Und das sind so die Standpunkte, wo wir einfach immer sehen, okay, was ist denn hier für den einen oder anderen Markt interessanter? Und wenn man sich das Ganze hier an dieser Stelle mal anschaut, sieht man die unterschiedlichen Verhaltensweisen der entsprechenden Assets an diesem gleitenden Durchschnitt, ja. Aber die Grundrichtung kann man trotzdem immer sehr, sehr schön ausrichten an den gleitenden Indizes. Das heißt, wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, wir sehen hier eine Seitwärtsphase im SMA 20 beispielsweise und dann den Schub nach unten. Und da sehen wir hier, was auch im Markt passiert ist. Hier oben hat sich dann entsprechend der Abwärtstrend nach unten gebildet und hier ziemlich stark nach unten gelaufen, ne? Und dann haben wir hier auch die Tatsache gehabt, dass der 50er mit abgeknickt ist und dann haben wir alles schön nach unten laufen gehabt. Und hier sind wir ja dann auch unter den 200er gelaufen und diese sind alle abwärts gerichtet. Und solange wie der Markt nachhaltig unten bleibt,
und die Indizes auch weiter nach unten, beziehungsweise die SMAs weiter nach unten laufen, haben wir weiterhin einen abwärtsgerichteten Markt. Und so lange wird sich da auch nichts dran ändern. Und das sehen wir halt, das zeigt uns der Index sehr, sehr schön an. Und wenn sich halt die Frage stellt, habe ich jetzt hier einen Markt, der abwärts oder aufwärts gerichtet ist, kann man einfach den Blick auf den SMA nutzen. Da braucht man nichts anderes, keine anderen Indikatoren, keine Stärkeindikatoren, kein RSI, kein MACD oder irgendwas sonst, sondern da reicht der Blick auf den Durchschnitt aus. Und wenn der Durchschnitt fällt, ist der Markt eher abwärts gerichtet. Wenn der Durchschnitt steigt, ist der Markt eher aufwärts gerichtet. Ja, das ist, mehr braucht es sozusagen nicht, um eine Grundhandelsidee zu bringen. Ja. Wenn man dann beispielsweise zu so einer Abwärtsrichtung noch ein Zusatzargument sucht, ein RSI zum Beispiel, also einen relativen Stärkeindex, und man einfach sagt, okay, der Markt hier ist abwärts gerichtet und im RSI momentan extrem überkauft, das heißt, dass der im überkauften Bereich hängt, dann haben wir eine gute Wahrscheinlichkeit, dass der auch wieder nach unten drehen kann, wenn die überkaufte Situation abgebaut wird. Also solche Dinge kann man schon miteinander machen. Braucht man aber nicht zwangsweise, ja. Das ist genau das gleiche Bild, was man hat, wenn der RSI im überkauften Bereich ist und ein Markt sehr stark ist. Ja, da sagt man, okay, da wird er irgendwann zurückkommen. Aber das sage ich auch ganz klar, wenn so ein Markt so stark ist, dann kann sich so ein RSI auf hohem Niveau auch mal abbauen, ohne dass der Markt zurückkommt. Also all diese Dinge sind da, wo wir einfach den Chart nur betrachten müssen. Also das Erste, was wir hier dazu nutzen, ist wirklich zu sagen, gut, das Zusammenspiel der Indizes lang-, mittel- und kurzfristig kann dazu genutzt werden, die Grundrichtung zu bestimmen. Und wir können auch sogenannte Marktumschwünge anhand der Indizes erkennen. Das heißt, die Umschwünge an sich, die wir haben, das sind diese sogenannten Kreuzungen, da komme ich nachher auch nochmal drauf zu sprechen, dass wir da Handelssignale auch raussuchen können anhand der Indizes. Das Zweite, was wir hier haben, ist das, was ich gerade auch schon gesagt habe, das Marktverhalten an den gleitenden Durchschnitten, das ist extrem wichtig, dass wir das auch erkennen und da möchte ich gerne nochmal umschalten in die Charts hier rein und da können wir wirklich auch sagen, dass wir dieses Verhalten sehr, sehr gut analysieren können und auch zur Nutzung von Handelsideen suchen können. Das heißt, wenn wir hier beispielsweise, ich zeige das mal ganz kurz an, hier an dieser Stelle, ich nehme jetzt einfach mal der Einfachheit halber den aktuellen Tageschart vom Euro. So, jetzt muss ich nochmal reinspringen. So, was haben wir hier momentan? Wir haben hier momentan ein Bild, wo wir sehen, der 50er, und der 20er, also die etwas näheren, natürlich je enger man den Markt traden möchte, je kleiner sollte man auch diese Einstellung der Zeiteinheiten nutzen, damit man die Signale auch früher bekommt. Aber was wir hier sehen ist, dass zum einen Rückläufe an den SMA 50 häufig dazu benutzt werden, nach unten abzuverkaufen. Und im kurzfristigen Bereich, dass wir hier sogar in den letzten Tagen sehen, dass der SMA 20 wieder immer wieder angelaufen wird und immer wieder im SMA 20 Bereich sozusagen hier die entsprechenden Abverkäufe bekommen. So, jetzt kann ich hier im Euro, US-Dollar oder im MetaTrader in die kleineren Zeiteinheiten leider nicht den Index bzw. den SMA von der Stunde auch einblenden. Das kriegt man hier mit der Software so einfach nicht hin. Aber was wir einfach sehen müssen ist, ich versuche mal kurz hier einfach eine Linie einzuzeichnen, dass wir das auch haben. Mal gucken, ob das funktioniert. Also hier, das ist mal so der aktuelle Verlauf des SMA 20. So, den blinke ich jetzt mal hier ein. So, und dann schauen wir uns das Ganze mal kurz an. Also er ist definitiv abwärts gerichtet, ja. Und wer sowas sieht, so ein Verhalten sieht, dass wir da reinlaufen und immer wieder abprallen, der macht einfach eins, der schaltet in die kleinen Zeiteinheiten rein. So, wartet mal, jetzt muss ich das mal kurz zusammenraffen hier. So, schaut euch das mal an. Hier habe ich jetzt drinnen liegen, das war die Abwärtslinie oben ran, die wir am SMA 20 gehabt haben. Also diese Marker hier, wartet mal, ich nehme mal kurz so die Indikatoren hier raus. So, und da sehen wir es hier, schaut mal, da sind wir rangelaufen und nach unten abgeprallt. Hier sind wir an den SMA 20 auf Tagesbasis rangelaufen und abgeprallt. Hier sind wir an dem SMA 20 rangelaufen und nach unten abgeprallt. Hier sind wir rangelaufen, ein Stück nach oben und dann auch wieder deutlich abgeprallt. Und das sind so die Dinge,
wo wir als Händler sehr, sehr schön erkennen können, wie das Marktverhalten an diesen Indizes ist, ja, und an diesen gleitenden Durchschnitten ist. Was habe ich denn heute nur mit Indizes? Und dieses Marktverhalten, das können wir einfach nutzen, um unsere Handelsstrategien auszuarbeiten. Das heißt, wenn wir hier sehen, wir machen eine ganz klassische Marktanalyse, wir gucken uns das Ganze zum Beispiel auf dem Tageschart an oder auf dem Stundenchart und wir sehen, okay, da gibt es einen gleitenden Durchschnitt, da läuft der Markt momentan immer ran und prallt ab. Dann können wir uns diese Marker nutzen und immer dann, wenn wir in Richtung dieser Widerstände bzw. dieser gleitenden Durchschnitte laufen und wir dann sehen, jetzt läuft es rein und dann unten runter durch. Das sind die schönen Umkehrsignale, die wir dann traden können. Und das ist auch für die aktiven Trader gut. Ich will euch das mal ganz kurz zeigen. Guck mal hier, da haben wir den Hochlauf gehabt, hier oben rein und dann ist der Markt rumgedreht. Das zweite, was wir hatten, hier nochmal schön nach oben gelaufen. Und dann da oben wieder rumgedreht. Also das sind kurzfristige Handelsansätze. Und was wir hier an diesen Stellen machen, ist, wir schauen uns den Verlauf über den gleitenden Durchschnitt an und fangen dann an, die Gegenrichtung zu traden, wenn der Markt umdreht. Und das Ganze gucken wir uns dann in den kleinen Zeiteinheiten an. So, jetzt muss ich hier mal kurz wieder ein bisschen raffen. Da ist es dort. Okay, pass auf, das machen wir mal kurz so. Hier können wir es rüberziehen. Ist das das? Jawohl. Schaut mal, hier. Das war die Stunde, wie sie schön über den gleitenden Durchschnitt gelaufen ist. Und schaut euch mal an, was hier passiert. Hier hat sich der Abwärtstrend gebildet. Den konnte man schön zum Trade nach unten nutzen. Das war die zweite Geschichte. Jetzt muss ich mal kurz gucken, hier, wo die erste war. Da war die erste. Schaut mal hier. Moment. So. Ach, Kinders, Kinders, Kinders. Da ist er. Hier. Dieser Bereich. Schaut mal, was wir hier in den 5 Minuten haben. Abwärtstrendbildung. Seht ihr das? Wir sind hier drüber gelaufen. Was hat sich dann gebildet? Ein schöner nach unten laufender Abwärtstrend. Das gleiche Spiel, was wir gerade vorher schon hatten. Ich kriege hier manchmal die Krise. Da ist es. Also Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, wusch nach unten. Also sehr, sehr interessant zu sehen. Und das könnt ihr analysieren anhand einfach nur der gleitenden Durchschnitte. Nichts anderes, keine Mathematik, einfach nur das Marktverhalten nehmen und zu schauen, wenn es da oben drüber einen Schub gibt, auch mal eine Übertreibung. Einfach den Schwung nach oben abwarten und dann das, was nach oben fällt. Oder nach oben steigt, fällt irgendwann wieder runter. Und hier sehen wir es auch. Starker Anstieg nach oben, Dynamik raus, wusch nach unten. Starker Anstieg nach oben, Dynamik raus, wusch nach unten. Und das ist einfach nur Lesen des Marktverhaltens. Und das ist halt echt total einfach, wenn man das mit den entsprechenden gleitenden Durchschnitten macht. Das heißt, das Marktverhalten an den gleitenden Durchschnitten beobachten und nicht immer pauschal sagen, das ist der SMA oder der EMA oder was auch immer ihr benutzt, dann muss jetzt das und das passieren, sondern wirklich immer schauen, wie reagiert mein Asset denn aktuell auf die gleitenden Durchschnitte? Wo kommt immer wieder Bewegung rein? Wo kommt es zu Abprallen? Wo kommt es zu Unterstützung? Und den gleitenden Durchschnitt, den sucht ihr euch dann raus. Und da legt ihr euch einfach auf die Lauer und macht euren Trade. Und dann gibt es auch noch Handelssignale auf genau diese Geschehnisse. Das heißt, einfache Signale, zum Beispiel das sogenannte Golden Cross oder das Death Cross. Also das Golden Cross ist ein Long-Signal, das Death Cross ist eher ein Short-Signal. Das sehen wir immer dann, wenn der kürzere Durchschnitt den längeren von unten nach oben oder von oben nach unten schneidet. Das heißt, das Golden Cross, da läuft zum Beispiel der SMA 20 über den SMA 50. Ist ein Long-Signal. Das Death Cross, da läuft der 20er von oben nach unten durch den 50er. Zum Beispiel, wenn man kleinere Durchschnitte nimmt, ist das genau das Gleiche. Je kleiner die Durchschnitte sind, je schneller sind natürlich entsprechend auch die Handelssignale. Das heißt, wenn wir uns das mal eben kurz noch im Chart anschauen wollen, dann haben wir entsprechend immer dann die Handelssignale, wenn, so jetzt muss ich mal kurz die Indikatoren kurz aufmachen, wartet mal eben, dass ich den anderen wieder reinlegen kann. So. Indikatoren, da ist er da. Genau, jetzt muss ich noch mal ganz kurz schauen. Also wenn ihr das auch editieren wollt, klickt einfach auf die Indikatoren und dann seht ihr, was hier drinnen ist. Und dann sehen wir, wir haben jetzt hier den 200er drinnen und den 20er, den haben wir auch drinnen.
hier an dieser Stelle. Das sieht man hier, der 20er. Und das heißt, wir legen jetzt nochmal den 50er mit rein. Also hier einfach auf Einfügen, Indikatoren. Ich suche mich da manchmal auch zu Tode, aber wenn man einmal weiß, wie es geht, dann passt das Ganze. So, jetzt brauchen wir noch den 50er. Ich arbeite jetzt einfach mal mit den etwas größeren, die wir hier haben. So, da haben wir das. Und dann machen wir den mal auch wieder rot. So, da bleibt das Ganze da. Okay, zack, da ist er drinnen. So, jetzt haben wir es da. Und schaut euch mal an, beispielsweise hier, das ist jetzt mal, das sind jetzt mal diese gleitenden Durchschnitte im 5-Minuten-Chart, ja? Und da kann man das Ganze ganz genauso nutzen. Schaut mal hier zum Beispiel an dieser Stelle, da läuft der 20er, also die Periode, der gleitende Durchschnitt der letzten 20 Kerzen im 5-Minuten-Chart, über dem 50er drüber und schaut mal, was passiert in diesem Zug. Da kommt richtig schön die Aufwärtsdynamik rein. Und das sind klassische Handelssignale, die man immer wieder gut traden kann. Die andere Geschichte, also das hier unten wäre mal im Kleinen das Golden Cross. Hier oben an dieser Stelle haben wir das sogenannte Death Cross. Das heißt, der Markt kommt von oben runter und geht durch den gleitenden Durchschnitt durch. Das ist das Verkaufssignal, ja. Und wenn man das mal sieht, das Verkaufssignal, das kommt hier an dieser Stelle. So, da ist es, ne. Und das ist hier schön die Trendfortsetzung auch. Das sind schöne Signale, die man dann durchaus fein nach unten nutzen kann. Die Ziele sucht man sich dann selbstverständlich auch im Chart. Das ist aber eine andere Geschichte. Das sind auch Sachen, die kommen häufig bei mir in den Ausbildungen mit zur Frage, wie wir das Ganze traden kann, das Ganze hier zu sehen. Eine Sache an dieser Stelle ist aber auch extrem wichtig. Und das ist das, was wir Händler immer mit beachten müssen. Es gibt immer wieder Sachverhalte, wo man einfach sagt, okay, jetzt kommt jetzt so ein Signal, ja, und dann kommt am Ende nichts mehr rum. Also das ist das Thema der Fehlsignale. Das gibt es bei allen Handelssignalen, ja. Das gibt es immer und überall. Und das ist das, was uns Trader auch bewusst sein muss. Egal welches Handelssignal wir bekommen, die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Fehlsignal liegt, ist immer da, ja. Aber, und das ist das, was ich auch immer wieder sage, wenn wir Handelssignale traden, die in Richtung der übergeordneten Trenddynamik laufen, dann ist die Trefferwahrscheinlichkeit deutlich größer, als wenn wir Handelssignale traden, die gegen den aktuellen Trend laufen, ja. Und das ist ganz klar und das ist ganz wichtig hier an dieser Stelle auch zu beachten, dass man das hat. Und dann natürlich immer auch darauf achten, wenn wir hier im 5-Minuten-Chart beispielsweise ein Handelssignal bekommen, dann sollte man sich die Ziele nicht im Wochenchart suchen. Das ist einfach viel zu weit und dann kommt es natürlich dazu, dass man am Ende den Trade wieder hergibt. Das heißt, an dieser Stelle ist es immer ganz, ganz wichtig, wie man das Ganze sieht und wo man entsprechend in den Trade einstiegt und welche Richtung. Deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, bitte immer das große Gesamtbild beachten und dann kann man die Wahrscheinlichkeit für einen Fehltrade schon mal reduzieren. Man kann die aber nie ausschließen, ja. Also alle Handelssignale haben das Risiko, dass sie einfach nicht funktionieren, ja. Das ist mal das eine, was man hier an dieser Seite schön machen kann. Und das war mal Golden Death und Golden Cross. Was man auch tun kann, ist, dass man diese gleitenden Durchschnitte beispielsweise, jetzt würde ich gerne noch mal kurz in den DAX zurückgehen, dass man diese gleitenden Durchschnitte dazu nutzt, zu analysieren, wo haben wir denn einen schönen, trendigen Rücklauf? Das heißt, wenn wir uns jetzt hier beispielsweise mal den Tageschart vom DAX anschauen. So, jetzt ist der Bildschirm gerade leer. Wartet mal, ich glaube, die Daten fehlen einfach nur. Schaut mal hier an dieser Stelle. Rückläufe. Ich hatte euch ja vorhin auch schon gesagt, schaut mal einfach, wo der Markt trendig funktioniert und wo wir schöne Rückläufe haben. Und da hat man genauso die Chance, gute Trefferquoten zu erwirtschaften, wenn man einfach den Markt beobachtet. Und da haben wir, ich möchte kurz mal eine Situation machen, als hier im DAX beispielsweise der 200er gleitende Durchschnitt noch aktiv war. Ja, als der DAX hier drüber gelaufen ist, wieder drüber gestiegen ist, dann hat man halt gesehen, okay, man hat den gleitenden Durchschnitt, er hat es hier probiert und ist nach oben gelaufen. Hier in diesem Bereich hat er es auch probiert und ist nach oben gelaufen. Hier hat er es auch nochmal probiert und ist nach oben gelaufen. Das sind wirklich Marker, wo man einfach sagen kann, okay, dort hat man Bereiche, wo wir wirklich Abreißszenarien bekommen. Ja? Und das ist der Grund, weshalb man hier aus den Korrekturen heraus durchaus dass die Chance nutzen kann, nach oben zu kaufen. Und wenn man so ein Level hier hat, oder beispielsweise auch so ein Level hier an dieser Stelle, dass man schon wieder in einem Aufwärtstrend verortet ist, dann kann man das sehr, sehr schön nutzen, indem man sich an diesen Stellen einfach auf die Lauer legt und schaut, okay, wenn wir jetzt hier auf Tagesbasis beispielsweise einen Abprall bekommen haben,
geht denn der Stundentrend weiter nach oben? Und wenn wir dort dann einen nach oben laufenden Stundentrend haben, dann wäre das die Bestätigung, dass der Markt eine Wahrscheinlichkeit hat, das Signal entsprechend auch zu spielen. Also es gibt da schon Stellschrauben, die man hat. Das braucht natürlich immer auch ein bisschen Erfahrung. Das ist auch das, was ich meinen Leuten in den Ausbildungen auch immer sage. Nur weil ihr ein Handelssignal habt, heißt das noch lange nicht, dass man mit diesem Handelssignal Geld verdient. Also ein bisschen mehr gehört da schon dazu. So, das noch, dann habe ich noch eine Frage. Hier könnte man noch den Steigungswinkel der Indikatoren berücksichtigen. Ganz klar, je steiler so ein Winkel entsprechend ist, je höher ist die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Gegenbewegung. Ja? Das heißt, je steiler ein Markt nach oben läuft oder je steiler ein Markt nach unten läuft, je größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Gegenbewegung gibt. Das heißt, hier beispielsweise, wenn wir uns mal ganz kurz den DAX nehmen, da habe ich ja diese steilen Stürze nach unten. Und dann nehmen wir mal ganz kurz hier den steilen Sturz vom 20er gleitenden Durchschnitt. Ich als Händler würde im Leben nicht auf die Idee kommen, nach diesem steilen Sturz hier nach Short-Handel-Setups zu schauen. Nach so steilen Stürzen gucke ich erstmal nach der Gegenbewegung. Weil je extremer ein Markt in eine Richtung fällt, je extremer fällt oft die Gegenbewegung aus. Und das sind so die Dinge, wo ich sage, okay, wenn wir jetzt hier den steilen Winkel nach unten gehabt haben, haben wir schon eine gute Chance, erstmal wieder ein bisschen in die Gegenrichtung zu laufen. Ne? Ob das dann nachhaltig ist, das wird sich zeigen. Aber die Erfahrung hat halt gesagt, bei steilen Dingen passiert es oft, dass eine steile Gegenbewegung kommt. Und das ist das, was wir ja auch oft genug gesehen haben. Da brauchen wir nur mal in die Währungen reinzuschauen. Wartet mal, haben wir die hier? Guck mal, was haben wir da? Ja, genau, hier haben wir beispielsweise so ein sehr, sehr schönes Beispiel. Das ist jetzt der Tagescharts vom Euro-japanischen Yen. Genau, lass uns mal kurz reingucken. Hier, schaut mal. Das hier, das war ein sehr, sehr starker, scharfer Sturz nach unten. Wir haben hier übergeordneten Abwärtstrend, ja, aber nach so einem starken, scharfen Sturz nach unten, ich will euch das mal kurz in der Stunde zeigen, da wird es, glaube ich, für die meisten auch ein bisschen offensichtlicher. Schaut mal, das war dieser scharfe Sturz nach unten. Da ging es einfach nur ab nach unten und weg war es. Das ist ein sehr, sehr starker Sturz, den wir hier gesehen haben. Und auf diesen starken Sturz folgt erstmal eine Gegenbewegung. Und diese Gegenbewegung kann man dann, wenn der Sturz von unten rauskommt, unten anfangen zu traden und die Gegenbewegung reinnehmen. Man muss sich aber bewusst sein, man handelt gegen den Trend, ja. Das ist das eine. Und die zweite Chance, die man dann bekommt, wenn man diesen Schub nach oben weg hat, dann kann man die Gegenrichtung betrauen wieder. Also dann kann man wieder in Richtung des Haupttrends laufen. Und das sehen wir hier. Jetzt ist der Markt hier ausgebrochen. Aber nach so steilen Anstiegen ist es sehr oft so, dass wir erst einmal wirklich einfach sehen, jetzt kommt eine Gegenbewegung. Und auch das kann man ohne große Mathematik einfach aus den Märkten rauslesen. Wenn wir wirklich so einen steilen Schub am SMA haben oder am gleitenden Durchschnitt, dann kommt oft eine Gegenbewegung. Und auch das ist für die aktiven Trader hochinteressant und sehr, sehr oft sehr lukrativ, auch wenn man wirklich das Risikomanagement hier ganz, ganz eng betreuen sollte. So, dann haben wir das Thema für heute durch. Ein bisschen gekratzt hier an dieser Stelle. Und da sage ich an dieser Stelle danke für das Zuschauen. Empfehlen Sie uns weiter. Habt ein gutes Wochenende zusammen und bis Montag. Die Trading-Ideen in der Live-Besprechung gibt es dann wieder um 8:30 Uhr. Den Blog-Eintrag mit dem Research gibt es vorher. Wir haben ja heute Freitag. Das heißt, mein Plan ist auch wieder der, das Research am Sonntag entsprechend einzustellen. Da kann jeder am Sonntag schon mal nachlesen, worauf wir am Montag schauen und sich ein bisschen auch vorbereiten. Also danke für die Zeit, allen ein schönes Wochenende und viel Gesundheit. Bis dahin, tschüss. Und übrigens auch an dieser Stelle nochmal, ich freue mich immer riesig über die Rückmeldung hier. Das Lob, das nehme ich sehr, sehr gerne an. Bye bye und danke dafür.